und die Streiks haben eine wichtige Rolle bei der weiteren Organisierung auch gespielt, weil da wird ja auch Zeit frei, in der die Vertrauensleute und auch andere sich zusammensetzen können und diskutieren können und planen können. Das war da sehr wichtig. Also sprich, die Streiks sind auch bis heute immer noch mehr oder weniger eine Sammlungsbewegung. Wir streiten ja aus einer Minderheit heraus und können noch nicht in einen Erzwingungsstreik gehen, weil einfach immer noch nicht genügend Leute mitstreiken. Aber wir schaffen es immer noch, bei jedem Streik eben auch mehr zu werden. Und wir versuchen das, da eine gewisse Dramaturgie quasi auch aufzubauen mit den Streiks, dass wir sagen, wir streiken, dann streiken wir eine Zeit lang nicht, aber arbeiten in dieser Zeit dann im Betrieb, in der Kantine, im Betrieb und sprechen mit Menschen. Und wenn die Stimmung dann wieder so weit ist, dann prüfen wir quasi mit dem nächsten Streik, wie viel jetzt mitmachen. Und das sind jedes Mal immer ein bisschen mehr. Und so arbeiten wir uns langsam auf unser Ziel hin. Wir Menschen, die sich bewusst an alle Arbeitsregeln halten, also sprich in unserem Betrieb bei Amazon, da gibt es eine Unmenge an Arbeitsregeln, wo auch niemand genau den Überblick hat, welche gerade gültig ist und welche nicht. Und auch Sicherheitsregeln. Und das Problem ist, wenn man bewusst oder wenn man alle Regeln einhält, dann kann man im Endeffekt nicht vernünftig arbeiten, weil die Regeln widersprechen sich teilweise oder es gibt auf der einen Seite Qualitätsregeln, auf der anderen Seite erwartet man auch eine, von den Leuten, dass sie eine bestimmte Anzahl an Einheiten bearbeiten und das widerspricht sich eben. Also das kriegt man, die Zahlen kriegt man nicht hin, wenn man die Regeln einhält. Und da gibt es eben einige Leute oder viele Leute, die diese Regeln bewusst einhalten und dadurch eben die Arbeit nicht vorwärts kommt. Und die sich dann aber, wenn sie von den Managern damit konfrontiert werden, dass sie nicht schnell genug arbeiten, aber entsprechend mit dem Verweis auf die Regeln quasi verteidigen können. Also wir hatten einen Kollegen, der hat so eine Einheit pro Stunde bearbeitet, wo vielleicht 50, 60 oder 100, das weiß ich jetzt leider nicht mehr genau, vorgegeben waren und der hat dann auch ein Gespräch bekommen und in dem Gespräch hat man ihm gesagt, er würde viel zu langsam arbeiten und es sei ja alles ganz schlecht, was er da macht und der Rest der Abteilung würde viel mehr schaffen als er. Und dann hat er gesagt, dann müssten die dem Rest der Abteilung eine Abmahnung geben, weil sie sich nicht an die Regeln halten. Genau, und das da war die Geschäftsleitung dann doch sehr perplex. Und solche Beispiele gibt es eigentlich hunderte. Das sind teilweise niedrigschwelligere Sachen. Also zum Beispiel unsere Manager sagen auf Versammlungen, wenn sie Fragen bekommen, sagen sie den Fragenden immer, das möchte ich jetzt hier in der großen Runde nicht beantworten, sondern du kannst gerne nach der Versammlung kommst du zu mir und dann gebe ich dir die Antwort unter vier Augen. Und wenn man das vorher so hingenommen hat, hat auf einer der letzten Versammlungen ein Kollege dann in der Versammlung laut zum Standortleiter gesagt, nein danke, da brauche ich die Antwort dann auch nicht mehr. Und da hat der ganze Saal dann applaudiert und gegrölt. Und wir sind heute hier, um unsere Kollegen hier in Werne zu unterstützen, die heute zum ersten Mal streiken. Das hier erinnert mich sehr stark an unsere Anfänge. Wir haben auch klein angefangen und mittlerweile sind wir eine relativ große Streikbewegung mit sehr vielen Mitgliedern und ich denke, das wird hier ähnlich laufen. Und wir werden nachher zum Schichtwechsel alles geben, um das hier weiter anzufeuern. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich habe heute das erste Mal mitgestreikt und dann zu sehen, dass so viele zusammenhalten können und das dann auch tun. Also ich weiß, ich werde die nächsten Male auch wieder dabei sein. Also mein Mut hat es auf jeden Fall gestärkt. Ja, also was sind unsere Vorstellungen, wie es weitergeht? Wir sammeln natürlich immer noch Erfahrungen beim Streik. Also der Streik ist für uns immer noch ein sehr wichtiges Instrument, obwohl wir auch mit anderen Arbeitskampfmethoden experimentieren. Aber unsere Streiktaktiken und Strategien werden wir weiter verfeinern. Da arbeiten wir dran, dass wir quasi noch flexibler reagieren können.
Woran wir momentan auch arbeiten, ist eben, nachdem wir eine erste Riesenwelle hatten an Mitgliederzuwachs, und zwar durch Organizing-Methoden, durch Gespräche führen und jetzt auch unter den Aktiven quasi mehr in die Breite gegangen sind, planen wir jetzt quasi eine zweite Welle, also sozusagen eine zweite Organizing-Welle, wo nicht mehr Sekretäre sich als Organizer betätigen, sondern wo wir uns den Betrieb genau anschauen und mit Leuten nochmal gezielt sprechen, also sprich eine zweite Organizing-Welle und das noch mehr in die Breite. Wir werden wollen mit bestimmten Gruppen, die im Betrieb vertreten sind, sprechen, also ethnische Gruppen. Es gibt ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, wo man noch mit Leuten ins Gespräch kommen kann auch. Wir wissen, dass die Kolleginnen und Kollegen aus den afrikanischen Ländern sind zum Beispiel sehr interessiert, auch an der Gewerkschaft und am Streik. Und wir haben da mittlerweile Wege gefunden, auch einen Zugang zu denen zu bekommen, trotz der Sprachbarrieren. Und das ist was, woran wir gerade ganz stark arbeiten. Also wir werden nicht drum herum kommen, wenn wir Erfolg haben wollen, mehr zu werden. Das steht im Moment im Mittelpunkt. Und das wollen wir aber auch nicht einfach nur erreichen, indem wir einfach nur Mitglieder werben, sondern wir wollen Mitstreiter hinzugewinnen. Ansonsten treiben wir auch die internationale Vernetzung voran. Also mittlerweile befinden sich Kolleginnen und Kollegen in Italien auch im Arbeitskampf. Also auch da wurde zum ersten Mal gestreikt mit einer relativ großen Teilnehmerzahl auch. Fatelo diventare virale, fate girare non solo oggi, ma anche nei prossimi giorni. Strike the Black Friday, strike Black Friday, ragazzi. Chiediamo più! Rispetto! Chiediamo più! Rispetto! Chiediamo più! Und wir arbeiten daran, die Kontakte weiter auszubauen, also vor allem die Basiskontakte. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, um bei Amazon irgendwann zum Erfolg zu gelangen. Was auf jeden Fall interessant sein wird, also wir werden uns mit Amazon auch in der Breite auseinandersetzen müssen, weil Amazon expandiert nicht nur im Online-Handel, sondern geht momentan in alle möglichen Bereiche vor. Also es ist da die Rede von Krankenkassengründung, von Bankengründung, der Logistiksektor wird von Amazon belegt, also und das sind alles werden alles Herausforderungen für uns. Das heißt, unsere Bewegung muss internationaler und auch von den Branchen her weiter in die Breite gehen. Das ist für die deutschen Gewerkschaften eine Riesenherausforderung, aber auch für alle anderen. Und das ist was, woran wir arbeiten müssen. Compañeros. Okay, den Rest sage ich in Deutsch. El resto lo digo en alemán. Also, mein Name ist Christian.
Ich arbeite seit 9 Jahren bei Amazon in Deutschland, Bad Hersfeld. Mi nombre es Cristian y trabajo desde hace 9 años en Amazon en Bad Hersfeld. Es en la ciudad de Hessen. Und wir befinden uns in Deutschland seit 5 Jahren im Streik. Desde hace 5 años estamos luchando allí en Alemania. Und es ist eine besondere Ehre, heute bei eurem oder bei eurem ersten Streik anwesend zu sein. Das war uns sehr wichtig. Esta no se arregla. Guerra, guerra, guerra. Y si esta no se apaña. Es war ja zum Beispiel in der Taz ein Artikel, der aussichtslose Arbeitskampf. Ja, die Meinung, dass der Arbeitskampf von Verdi bei Amazon keine Aussicht auf Erfolg hätte, das ist für uns sehr abstrakt. Also zum einen, weil wir uns selber ja als Verdi definieren, und aber die Beschäftigten kommen in so einem Artikel ja überhaupt nicht vor. Und man lässt auch völlig außer Acht, dass es für die Beschäftigten schon etliche Verbesserungen gab und dass es die auch weiterhin gibt. An der Demonstration haben sich aber nicht nur gewerkschaftlich organisierte Amazon-Mitarbeiter beteiligt. Auch Angestellte der Post und von DHL, die derzeit ebenfalls im Ausstand sind, nahmen teil. Ebenso Vertreter von diversen Solidargruppen. Also sprich, der Artikel geht davon aus, dass es die Geschäftsleitung gibt und die Verdi-Bundesebene oder die Verdi-Leitung, und rechnet eben einfach nicht mit den Beschäftigten und weiß auch nicht, was für Ideen wir noch haben, was für Ideen wir entwickelt haben, welche Hoffnungen es noch gibt und was wir täglich vor Ort machen. Und deswegen sehen wir solche Artikel eigentlich eher gelassen. Unser Arbeitskampf wird weitergehen, ob die Zeitungen schreiben oder nicht. Wir werden weitermachen, bis wir Erfolg haben. Und wenn das eben bis zur Rente ist, dann wird danach die nächste Generation nachkommen und dann weitermachen.